und Yokoso zu einer... Was? Nein! Ist das jetzt eine andere Map? What the? Ich dachte gerade, das wäre Sniper Hill geworden, aber nein, stattdessen ist es jetzt D-Day oder so. Es ist D-Day, ja. Na gut, auch egal. Ich wollte nämlich mal dieses Let's Test Weapon, Yokoso zu einem neuen Let's Test Weapon zur Silberklapperschlange. Dieses Let's Test Weapon, wollte ich eigentlich mal auf Sniper Hill aufnehmen, weil das doch wohl am allerbesten passt bei einer Sniper. Der ersten Sniper, die ich jemals spiele. Die ich für einen Tag beim Pick and Win gewonnen habe. Auf dem Gold... Nee, Gold nicht. Auf dem Silberboard, glaube ich. Wenn diese Runde hier... Wenn die Sniper hier nicht als Sniper zum Einsatz kommt, was ich mir vorstellen kann, eigentlich ganz gut. Falls das dann am Ende der Fall sein sollte. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ganz knapp hat der Typ überlebt. Also recht knapp auf jeden Fall. Da oben ist jemand bei uns eingedrungen. Nein! Nein, 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 nein. Na gut. Ein bisschen bin ich hier gerade mit der Sniper schon zum Einsatz gekommen, was ich echt ganz cool finde. Hm, ja, wie gesagt, das hier ist die Map D-Day. Das habe ich sofort erkannt. Ich bin nämlich ein Map-Experte in Brick Force. Wow, scheiße. Diese mittelalterlichen Waffen haben noch nichts auszurichten gegen meine Waffe. Oder? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Und wieso schießt der Typ nicht auf den? Was war denn das da gerade? Das ist doch, das geht doch nicht. Was? Sind die schon wieder fast bei uns? Was ist denn hier los? Ey Mann, ich komme hier irgendwie gerade nicht runter, jetzt. Ja, sehr gut. Nein, Parallax, nicht die zu uns bringen. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Jetzt haben alle anderen Sniper, die irgendwie besser sind. Ja, natürlich, die haben alle eine Snake. Ich weiß nicht wirklich, ob eine Snake viel besser ist als eine Silberklapperschlange. Ich glaube, sie hat nicht ganz so viel drin, ne? Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt gewinnen die auch noch mit CTF, mit tatsächlichem CTF. Wieso eigentlich? Wieso habe ich nicht darauf geachtet, dass es CTF ist auf der Map? Ich achte einfach irgendwie auf gar nichts mehr. Guck, und ich dachte jetzt, ja, das würde ich ganz gerne mal ausprobieren mit einer Sniper. Und jetzt ist es wie immer so weit, dass ich einfach gar keine Lust mehr habe. Einfach nicht so funktioniert und ich außerdem niemals einen Kill kriege, sondern 20.000 Assists. Wie immer, ne? Nein! Jetzt sterb! Mein erster Kill mit einer Sniper, beziehungsweise die erste Sniper, die ich überhaupt benutze. Und mein zweiter Kill mit einer Sniper. Das ist doch verrückt. Ich mache Kills mit Sniper. Beides kombiniert auch noch. Ich spiele mit einer Sniper. Ist unglaublich. Ich mache Kills. Ist unglaublich. Und dann mache ich auch noch Kills mit einer Sniper. Es wird ja immer verrückter hier alles. Scheiße. Ich glaube, ich wurde entdeckt. Ha! Nein! Scheiße. Wieso musste ich in dem Moment nachladen? Womit werde ich sofort wiederbelebt, wenn ich in der Schlacht sterbe? Ich bin ja weit bei denen eingedrungen und dazu auch noch mit einer Sniper. Wo ich CTF auf D-Day wirklich noch nicht allzu oft gespielt habe, fällt mir da gerade noch ein. Scheiße. Scheiße. Okay. Das war doch ein Schuss, oder? Ich dachte immer, Sniper macht mir nicht annähernd Spaß, aber ich glaube, das ist anders. Ist ja auch verständlich, ich meine. Ich liebe Shuichi Akai. Ist mein Lieblingscharakter bei Detective Conan, abgesehen von einem anderen, nämlich von... hier. Wie heißt der Typ? Mir fällt es gerade nicht ein, ne? Kaito Kid, genau. Shuichi Akai ist bei Detective Conan eine meiner Lieblingspersonen, also eigentlich muss ich doch... Snipen. Also, es kann doch gar nicht, dass ich Snipen so sehr hasse, wie ich es immer dachte. Das wäre doch ganz seltsam. Ich hasse es, wenn man in jemandem anders spawnt. Das hasse ich auf jeden Fall. Wirklich. Wow! Nein! Das ist gerade irgendwie lustig. Also, D-Day bin ich nicht gewohnt, dass da ganz so viele Sniper unterwegs sind. Auch wenn es schon normal ist, dass ein paar Sniper unterwegs sind. Aber ganz so viele bin ich jetzt nicht gewohnt, ehrlich gesagt. Das ist gerade schon besonders viele Massen an Snipern.
Oh, wir haben gewonnen. Oh, wir haben gewonnen. Oh, wir haben gewonnen. Ha, 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 ha. Mein erstes Mal mit Sniper und ich bekomme wieder Kills. Das ist einfach nur unglaublich. Mehr nicht. Das ist doch... Wirklich mal in der Mitblick-Folge, die ich gerade erst aufgenommen habe. Ich weiß übrigens nicht, wann ich das hier auch hochlade, aber es ist heute der 7.5.2014. Um zur Zeit 14.24 Uhr, so rum. Okay, wir haben die Feindesflagge. Angriff, wenn ihr meint. Scheiße. Hier sind gerade echt besonders viele Sniper unterwegs, habe ich schon so wirklich das Gefühl. Was das irgendwie gerade so ganz lustig macht. Ach, normalerweise bin ich immer auf der anderen Seite, oder fast immer auf jeden Fall. Ich war auch schon mal auf dieser Seite, aber bin ich eher sehr selten. Das bedeutet, jetzt sind wir mal eigentlich die Invasoren, ne? Die französischen Invasoren, sonst sind wir immer die Deutschen. Ist eigentlich viel besser. Also, ich meine, ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich nicht in Wirklichkeit Deutscher bin, aber ich meine nur so. D-Day war nämlich ein Ereignis im Zweiten Weltkrieg. Wo die, wo, glaube ich, französische Truppen, wenn ich mich recht erinnere, an irgendwelchen deutschen Küsten gelandet sind. Also, an irgendwelchen. So viele stehen ja nicht zur Auswahl. So viele deutsche Küsten gibt es nämlich nicht. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Und jetzt töte ich mich auch noch schön im Feuer, oder was? Und jetzt verballe ich mal so nebenbei alle Munition und der Typ merkt nicht mehr, dass ich hinter ihm her bin. Das ist doch verrückt, oder? Das ist einfach nur dumm. Er hat es echt nicht mitbekommen, aber... Na, vielleicht hat er sogar mitbekommen und dachte, ach, der Typ war ein Sniper. Und da kriegt er mich bestimmt nicht hin mit. Was ja irgendwie dann am Ende auch ein bisschen gestimmt hat. Sehr nett. Nein, nicht schon wieder! Der Typ ist gemein, der Typ ist so gemein. Nein. Bitte nicht. Scheiße. Auch wenn ich jetzt mein erstes Mal mit der Sniper mal wieder Kills bekomme, heißt das nicht, dass ich gut werde, ne? Das darf man nicht vergessen. Das hat ganz und gar nichts damit zu tun, dass ich möglicherweise gut werde. Dass ich irgendwie so was wie Skill bekomme oder sowas, das wäre ja auch was ganz anderes. Das wäre einfach nur unglaublich. Na, oh, scheiße! Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ich dachte, man kommt gar nicht rein in diese Dinger. Scheiße. Wow, hat das gerade mal geleckt. Und es leckt immer noch. Und ich dachte gerade, der eine gegnerische Typ da wäre ein freundlicher Typ da. Weil, oh Mann, was ist denn jetzt los? Oh, ein Brickshot, sehr schön. Puh. Das ist mal wieder mein erster Kill-Video, ne? Gab's ja schon mal mein erster Kill in der Season 3. Jetzt gibt's mal mein erster Kill mit Sniper. Oh, scheiße. Oh, der hat irgendeine seltene Sniper. Die zieht mir mal fast alle Leben ab. Das bedeutet, sie zieht mir 100... 149 Leben ab. What the? Was ist das für ein Schaden? Und wieso gehe ich hier überhaupt runter? Gehe ich auch noch absichtlich hier unten ins böse Feld rein? Was für ein Sniper wirklich nicht so perfekt ist, das Feld, meine ich. Hier, ich kann gerade nicht... Ich kann nicht springen und dann habe ich den Typen nicht annähernd erwischt. Scheiße. Und wie immer lade ich dann nach, wenn ich auf keinen Fall nachladen sollte, wenn ich mitten auf dem Schlachtfeld bin. Und da kann man immer schön schlachten. Ne? Nee, das finde ich gar nicht schön. Wuhu! Wir haben den feindlichen Flaggenpunkt erobert! Mann, ich wollte ihn doch erschießen! Oh, die Runde ist gleich auch schon zu Ende. Man sieht sogar so aus, als ob wir, ja, unglaublicherweise verlieren würden. Weil es mal wieder... Ah, nein, nein, nein! Jetzt hat er mich sogar mit einem Schuss getötet. Blöder Brickshot. Nein! Oh! Oh, ich dachte jetzt, ich erschieße er mich nochmal. Fällt mir gerade was auf. Ich gucke sehr viele Minecraft-Displays, obwohl ich Minecraft immer noch nicht spiele, aber, da sagen immer alle GG, bei Ender Games zum Beispiel. Aber bei Brickforce sagt das irgendwie niemand. Naja, gut. Jedenfalls war das jetzt mein Let's Test Weapon zur, wie heißt die Waffe nochmal? Silberklapperschlange, genau. Ich habe noch so viele Waffen, von denen ich mein Let's Test Weapons machen müsste. Naja, zum Beispiel hier die Rotpython. Oder natürlich hier meine seltene Riege.
seismisches Sturmgewehr. Isis, Merkur. Von der HLS gab es das ja schon mal. Von der Shooting Star und der Besucher genauso. Feuerdrachen, Flammenschwert zum Beispiel. Habe ich auch vor kurzem gewonnen. Auf dem Platinboard für 14 Picken Wind Points. Mal so ein Ding für 7 Tage. Das ist so scheiße. Jedenfalls hier die Silberklapperschlange mit Schaden 115%. Präzision 100%. Rückstoß 50%. Und ich glaube, unglaublicherweise spiele ich gleich noch ein bisschen Brick Frost, auch wenn es eine extrem unglaubliche Sache ist. Feuerrate 11,5%. Magazin 25%. Mobilität 50%. Zustand 100%, okay. Reichweite 130 von 170. Ich wollte zwar eigentlich heute noch Windforge aufnehmen. Vorproduzieren, aber naja. Bin schon gespannt, wann ich dazu komme, dieses Video hochzuladen. Ich hoffe recht bald. Ja, und dann nicht vergessen, nicht den Daumen zu vergessen. Also nicht den Daumen vergessen. Und bis zum nächsten Video. Mach ich irgendwie immer wieder, ne? Bis zum nächsten Video.